Good afternoon, ladies and gentlemen. Schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. I received many emails by Muslims that I have no idea about Quran and Hadith. Ich habe von Muslimen viele E-Mails erhalten, in denen mir an den Kopf geworfen wird, ich hätte keine Ahnung vom Koran, von der Hadith. Today I would like to a little bit introduce myself. Heute würde ich mich ganz gerne selber mal ein bisschen vorstellen. I born as a Muslim. Ich bin als Muslim geboren worden. My family was very narrow Muslim, like a Salafist. Meine Familie waren engstirnige, ja, man kann schon sagen Salafisten. Well, let's put it this way, that Muslims send mostly their children in madrasa to learn the Sharia and what Quran is actually. Und jeder Muslim weiß, dass Eltern ihre Kinder in die Koranschulen, in die Madrasa schicken, damit sie dort den Koran lernen. I also was sent in such a madrasa. Auch ich habe solch eine Koranschule besucht. Where I must memorize Quran. Wo ich gezwungen wurde, mir den Koran auswendig zu lernen. We call Hafiz. Wir nennen das Hafiz. And when you do not learn the way Mullah or Imam want. Und wenn du den Koran nicht so lernst, wie das Mullahs und Imam mit dir vorschreiben, then they beat you. Dann schlagen sie dir auf die Finger. Hand, body, wherever they wish they beat you. Actually. Und wo immer sie wünschen, schlagen sie dich. So they are teaching this kind of teaching by violent actually. Das heißt, sie trichten den Kindern die Lehre des Korans mit Gewalt ein. It is a very narrow environment where you feel like you are dying and cannot take a breath. Es ist ein sehr engstirniges, konservatives Umfeld, in dem du empfindest, du hättest keine Luft zum Atmen. If you do not have then opportunity to see other part of the world, then you are fanatical. Wenn du in so einer Situation keine Möglichkeit hast, eine andere Welt kennenzulernen, dann entwickelst du dich automatisch zum Fanatiker. Then you believe Islam is the golden religion. Und letztendlich bist du davon selber überzeugt, dass der Islam eine goldene Religion ist. And all other religion, they are dark. Democracy is dark. Und alle anderen Religionen bringen nur Dunkelheit, wie auch die Demokratie. Yes, all other and Islam has the light. Und nur der Islam hat das Licht. They called me that I am against Islam actually. Man bezichtigt mich, ich habe etwas gegen den Islam. Well, Islam and Quran, they are in many way one thing actually. Islam und Koran, die haben vieles gemeinsam. If you talk about Islam, wenn man über den Islam spricht, then you have to follow Quran. Dann muss man den Koran folgen. And if you follow Quran, wenn du dem Koran folgst, you have to follow Hadith actually. Dann musst du auch der Hadith folgen. Let's take an example. In Quran is you cannot find out that you have to pray five times. Im Koran steht nicht geschrieben, dass du fünfmal täglich beten sollst. You cannot find out actually. Man kann das dort nicht lesen. So, how you find out to pray five times? Wie weiß man nun, dass man fünfmal beten soll? You have to see Hadith actually. Das steht in der Hadith geschrieben. Okay. Now, the difference are like this, that once you put the feet in Islam is coming more and narrow and narrow and narrow. Setzt man erstmal einen Fuß in den Islam hinein, dann wird der Weg, auf dem man geht, immer schmaler und immer engstirniger. And in the end, you are in the Kerker. Und am Ende befindet man sich in einem Kerker. You are in jail, actually. Wie in einem Gefängnis. It's just like a sound good in the beginning, actually. Das hört sich alles am Anfang ganz gut an. Yeah. But then doors are closing behind you. Aber hinter dir schließen sich alle Türen. Es gibt keinen Weg zurück. What I'm saying about Islam, because I live a long time in Europe actually, and I saw the differences actually.
was ich über den Islam spreche, entspricht meiner eigenen Erfahrung, denn ich habe viele Jahre im Islam gelebt. And also I'm living many years in European society. Aber ich lebe heute auch schon viele Jahrzehnte in der europäischen Gesellschaft. I can really can compare and I can make a clear picture. Ich kann wirklich beide sehr gut miteinander vergleichen und kann ein klares Bild zeichnen. Number one, I say always, Islam need absolute separation, state and religion. Zum einen verkünde ich schon seit Jahren, dass der Islam dringend einer Trennung von Staat und Kirche braucht oder von Staat und Religion. That's the only way democracy can come in Islam. Nur dann kann Demokratie im Islam Einzug halten. It is the same problem like a 1517 Reformation. Problem, wie zu Zeiten Martin Luther Kings in zur Zeit der Reformation um 1517. Catholic was like a mullah type people actually. Die Katholiken waren wie Mullahs. Now, if you do not separate, there will be continue mullah in Christianity was ruling Catholic actually. Wenn man die Religion, den Islam, nicht von der Staatsgewalt trennt, dann werden die Mullahs immer noch wie die Katholiken Einfluss nehmen. Like in Iran, supreme leader have the last word. Genauso wie im Iran, wo dort die höchsten Anführer das letzte Wort haben. Same thing early in Islam, after Muhammad, Nachfolger have the last word. Genauso war es auch nach Mohammed Suud. Die ersten Anführer hatten das letzte Wort. So, what I'm talking here, was ich hier spreche, that to break through that Islam lose his power, actually. Yeah. Dass man es schaffen muss, durchzubrechen, damit der Islam seine Macht verliert, seinen Einfluss. There must be a separation, state and religion. Es muss unbedingt eine Trennung von Religion und Staat geben. I give you one example. Ich gebe hier ein Beispiel. In Pakistan, when they became separate from India, als ich Pakistan von Indien trennte, Muhammad Ali Jinnah, who was the founder of Pakistan, hat der Gründer Pakistans, he says, gesagt, that our constitution will be democratic. Dass sich die Verfassung Pakistans demokratisch gestalten wird. No Hindu, Muslim or any religion has something to influence and affair the government business. Keine Religion, egal ob es Hinduismus oder Buddhismus ist, haben die Möglichkeit, die Staatsgewalt zu beeinflussen. Also Muslim. Und auch die Muslime nicht. Practicing religion is their private business. Ja, die Religionsausübung ist ihre private Angelegenheit. Beautiful. Das ist, hört sich wunderbar an. Perfect. So, now, when Pakistan became to existence, als es aber Pakistan entstand, 50-year constant fight going on, herrscht seit 50 Jahren ein ständiger Kampf, that we do not accept his constitution of Muhammad Ali Jinnah, dass die Verfassung dieses Muhammad Ali Jinnah nicht anerkannt wird, because this was put front of mullah and specialist of religion. Are you accepting that he separate the state and religion? Und diese Verfassung wurde damals den Mullahs vorgelegt und man bat sie zu unterschreiben, dass sie es akzeptieren, dass Staat und Religion getrennt sind. Yes, no. Aber die haben abgelehnt. Even today is the same problem going on actually. Ist immer noch das gleiche Problem gegenwärtig. Muhammad Ali Jinnah was a Muslim by paper. Muhammad Ali Jinnah war ein Muslim nur auf dem Papier. He was in England, he became a lawyer in England, actually, yes. Er lebte in England, er wurde dort zum Anwalt ausgebildet. He was an absolutely democratic man. Actually. Er war ein demokratischer Mann. Now, the last thing what I want to talk now. Das Letzte, was ich sprechen möchte. I say, there are a three type of teaching in Quran. Es gibt drei verschiedene Arten der Lehren im Koran. I say. Das sage ich. There is a teaching, which is an unconditional teaching actually. Es gibt dort eine Lehre, die unbedingt ist. This unconditional teaching inviting you, you have a freedom, a free will, if you follow. This is your benefit. Diese unbedingte Lehre lädt dich ein, freiwillig die Reise hier anzutreten. You follow, is guiding you actually.
Und wenn du diese Reise antrittst und folgst, dann wirst du Anleitung und Führung erhalten. Right. There's no dominating. Es gibt dort keinen Zwang, keine Gewalt. Yes. This is a teaching which is coming by God. Und das ist eine Lehre, die direkt von Gott kommt. Archangel Gabriel brought this teaching. Erzengel Gabriel hat diese Lehre überbracht. But this is too less, too small. Aber sie nimmt nur einen kleinen Teil ein. Okay. But then there is another teaching. Aber es gibt noch eine andere Lehre, which archangel or angel are dealing with human beings which do not believe at all actually. In der sich Erzengel mit den Menschen befassen, die überhaupt nicht an Gott glauben. Here come the struggle, fight, war. Und hier beginnen die Kämpfe, die Zwietrachten und die Kriege. And this was the one of the reason. Und das war einer der Gründe. They brought Sharia. Dass man die Scharia einführte. Okay. Sharia was something for short time actually. Die Scharia war nur ein temporäres Stück. For this middle age actually. Und sollte eigentlich auch nur im Mittelalter gelten. But it's not mean we continue practice this Sharia in our modern time actually. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir diese Scharia auch in unserer modernen Zeit weiter aufrechterhalten sollen. So angel brought certain law. Die Engel haben verschiedene Gesetze aufgestellt. And other teaching coming now by Muhammad actually. Und die andere Lehre, die anderen Gesetze werden von Muhammad aufgestellt. He's using the name of angel and God. Und hier hat er einfach den Namen von Gott und den Engeln angeführt. To control the Arabian environment actually. Damit er das arabische Umfeld zur damaligen Zeit kontrollieren konnte. Control his religion that must not follow new prophet. Ja, er wollte seine Religion kontrollieren und verhindern, dass sie einem anderen Propheten folgen. He do not want his religion follow a Christianity or Judaism or another religion. Er wollte unbedingt verhindern, dass seine Religion dem Christentum, dem Judentum oder einer anderen Religion folgt. Same thing, he stopped. There's no prophet after him. Und genauso hat er es unterbunden, indem er sagte, dass es keinen Propheten nach ihm geben wird. Because when new prophet come, he bringing new revelation of Offenbarung. Denn ein neuer Prophet wird natürlich eine neue Offenbarung bringen. And if he show the mistakes of Muhammad, und wenn dieser die Fehler von Mohammeds aufzeigen würde, then this means reformation and changing actually. Dann würde das unweigerlich zur Reformation und zur Veränderung im Islam führen. That's exactly he don't want it actually. Und genau das wollte er nicht. So, what I'm talking here, das was ich hier rede, that in our modern times, if there is a number one teaching of God, number two teaching of angel, or if number three teaching of Muhammad actually, yes? Ist egal, ob es sich um die Lehre Gottes handelt oder der Mohammeds oder der Lehre der Engel. Engel, it is a time to separate and give human being free chance. Es ist Zeit, hier eine Trennung zu vollführen und der Menschheit die freie Wahl zu lassen. And give them chance to ask cross question actually. Und es ist Zeit, dass sie Fragen stellen dürfen. That if it's a teaching by God or it's a teaching by Muhammad, actually. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, zu hinterfragen, ob das wirklich eine Lehre Gottes ist oder nur eine Lehre von Muhammad. And this means democratic value, actually. Und das sind demokratische Werte. And that's what Islam do not want. Und das ist, was der Islam nicht möchte. The freedom of religion, freedom of opinion is totally is taboo in their religion actually. Die Freiheit der Religion und die Meinungsfreiheit sind ein absolutes Tabu in dieser Religion. Thank you very much. My time is not allowing me. I hope you understood what I was talking about. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Nun ist aber meine Zeit zu Ende und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.